Okay. Ja, wie schon gesagt wurde, wir haben einen Jahrestag. Und Jahrestage sind für Linke eigentlich immer eine willkommene Einladung, sich mit Geschichte zu beschäftigen, mit denen sie sich sonst nicht so beschäftigen. Und auch in diesem Jahr kann man beobachten, zum 100-jährigen Jubiläum vom Deutschen Oktober, wie auf der politischen Linken diverse Vorträge gehalten werden, Artikel veröffentlicht werden. Es gab gerade eine Jacobin-Ausgabe nur darüber eigentlich. Und die gehen alle auf diese Geschichte von 1923 ein, also von, die reden dann über den abgebrochenen Plan der Kommunisten für einen deutschen Oktober, also eine Revolution in Deutschland. Die reden über den Aufstand in Hamburg und eben diese ganze Situation damals. Und Linke nutzen dann diese Beschäftigung mit 1923 in der Regel, um dann politische Lehren für die heutige Zeit zu ziehen. Und auf eine Art ist der Vortrag hier nicht so viel anders, denn auch wir wollen uns erstmal mit den historischen Begebenheiten beschäftigen, die zum Deutschen Oktober führten. Und das kann man auf ganz verschiedene Arten machen. Also man könnte die ganzen militanten Arbeitskämpfe aufzählen, die es damals gab. Man könnte sich die Regierung der Weimarer Republik angucken und deren Politik. Man könnte sich auf die rechten Putsche konzentrieren und so 1918 bis 1923 als Genese des deutschen Faschismus betrachten. Wir wollen das heute nicht machen, sondern wir wollen den Fokus ein bisschen anders legen und uns anschauen, wie die Kommunisten damals versuchten, den Kämpfen jener Zeit selbstbewusst eine Richtung zu geben, die über den Kapitalismus hinauswies. Also es soll um den subjektiven Faktor gehen, also das Problem der revolutionären Führung, wie man so schön sagt. Und was das betrifft, passiert damals recht viel. Also es gibt politische Umgruppierungen innerhalb der Linken in Deutschland. Das waren die frühen Jahre der Komintern, wo die Komintern noch wirklich eine lebendige politische Organisation war. Und es war eben auch die Periode, in der die Weltrevolution endgültig scheiterte. Und neben diesem eher historisch-didaktischen Teil wollen wir dann eine Metaperspektive darauf entwickeln und anschauen, okay, welche Fragen stellten sich den Marxisten damals? Wie wurde das Scheitern der Revolution 1923 damals bewertet? Wie blicken Linke heute drauf und was kann man überhaupt aus dieser Geschichte lernen? Okay, wir fangen natürlich nicht 1923 an, sondern ein bisschen vorher. Der erste Abschnitt vom Ersten Weltkrieg zur Entstehung der KPD. Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 war die Zweite Internationale in eine fatale Krise geraten. Die Zweite Internationale, das war ein internationaler Zusammenschluss von sozialdemokratischen Parteien, von marxistischen Massenparteien, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr an Einfluss gewannen und schließlich zu einem nicht mehr zu vernachlässigbaren Faktor in der Politik wurden. Flaggschiff der Zweiten Internationale war die deutsche Sozialdemokratie gewesen. Wie Rosa Luxemburg schrieb, war die SPD der Stolz jedes Sozialisten und der Schrecken der herrschenden Klassen in allen Ländern. Der Erste Weltkrieg, der Anfang des 20. Jahrhunderts die Welt im Allgemeinen und die Zweite Internationale im Besonderen erschüttern sollte, war allgemein erwartet worden. Die organisierte Arbeiterbewegung hatte deshalb im Vorfeld Resolutionen verabschiedet, sich, Zitat, jeder Kriegserklärung mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu widersetzen. So, wir wissen sicherlich, das geschah dann nicht beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs, sondern etwas anderes. Deutsche Sozialdemokratie stellt sich in den Dienst des Vaterlands und gibt für den Burgfrieden den Klassenkampf der Arbeiterklasse gänzlich auf. Und Ähnliches geschieht in ganz vielen sozialdemokratischen Parteien in ganz Europa. Das ist also die Krise der Sozialdemokratie, die am Anfang steht. Und es gibt aber eine junge Generation radikaler Marxisten, die sich gegen diese Entwicklung stellen. Und diese begreifen diese Krise der Sozialdemokratie und den Schrecken des Weltkriegs als eine Chance, die es zu ergreifen gilt. Also der Weltkrieg müsse in einen Bürgerkrieg gegen die Bourgeoisie umgewandelt werden, meint Lenin. Und die Frage von Sozialismus oder Barbarei stellt sich nun, sagt Luxemburg. Und in Russland gelang unter der Führung der Bolschewiki die Oktoberrevolution. Also das Proletariat hatte zum ersten Mal die Macht in einem Land erobert. Dabei war aber Russland jetzt kein kapitalistisches Zentrum der Weltwirtschaft gewesen, sondern ein Randstaat Europas. Zwar mit einem hochkonzentrierten Proletariat in seinen westlichen Industriezentren, aber im Großen und Ganzen ein extrem rückschrittliches Land, in dem Bauern die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung stellten. Und den Bolschewiki war das bewusst, dass sie in Russland als isolierte Revolution keinen Sozialismus erkämpfen können, sondern sahen vielmehr diese Oktoberrevolution
als eine Brücke zur Revolution im Westen. Also ohne reaktionäres Russland im Nacken, ohne den Zaren, sollte es den Arbeitern in den kapitalistischen Zentren Westeuropas gelingen, die Weltrevolution zu vollenden. Also war Deutschland jetzt so der spannende Punkt. Und was war in Deutschland geschehen? Rosa Luxemburg hatte im Spartakusbund den radikalsten Teil der SPD um sich versammelt. In der 1916 veröffentlichten Schrift »Die Krise der Sozialdemokratie« übte sie schonungslose Kritik an der SPD. Als Anfang 1917 der linke Flügel der SPD beschloss, eine neue Partei zu gründen, die USPD, die unabhängigen Sozialdemokraten, schloss sich der Spartakusbund dieser Partei an. Und dann gibt es auch in Deutschland eine revolutionäre Situation. Im November 1918, die Kieler Matrosen rebellieren, sie wollen nicht den Krieg weiterführen und infolgedessen bilden sich überall in Deutschland Soldaten- und Arbeiterräte. Aber die von der Reichsregierung eingesetzte SPD-Führung stellt sich an die Spitze der Erhebung und lenkt sozusagen diese Erhebung, diese Novemberrevolution in legalistische Bahnen. Und das ist jetzt ein anderer Vortrag, aber um das festzuhalten, was da rauskam in dieser Novemberrevolution, war, okay, diesen radikalen Spartakisten, Luxemburg liebt nicht etc., gelang es nicht, den Prozess zu bestimmen, also Liebknecht ruft die Räterepublik aus, das fruchtet nicht. Und stattdessen strengt die SPD Wahlen zu einer Nationalversammlung an. Und das ist interessant, weil die SPD damals auch noch, genau wie die Spartakisten, einem marxistischen Programm folgen. Also die SPD hat noch das Erfurter Parteiprogramm, ein marxistisches Programm. Und die Massen von Arbeitern, die nach dem Weltkrieg radikalisiert sind, die denken halt, sie können die MSPD und die USPD irgendwie von unten radikalisieren. Und was macht jetzt der Spartakusbund? Zur Jahreswende 1918-19 gründen sie eine eigene Partei, die Kommunistische Partei Deutschlands. Und auf dem Gründungsparteitag dominieren eher die jungen radikalen Leute. Und dieser Flügel setzt durch, dass sie nicht an den Wahlen zur Nationalversammlung teilnehmen wollen. Und da kommt es also schon bei der Gründung der KPD zu der Situation, dass die erfahrenen, im politischen Kampf geschulten Politiker wie Luxemburg auf dem rechten Flügel stehen. Und vielleicht, es wird jetzt sehr viel um rechts und links innerhalb dieser KPD gehen, um das kurz einzuordnen. Das beschreibt eigentlich, das beschreibt verschiedene taktische, strategische Einschätzungen der Kommunisten damals zur Situation und wie man sich da konkret spezifisch verhalten sollte, also was jetzt politisch die richtige Linie ist. Und wenn Linke heute auf diese Geschichte gucken, haben sie meist eine klare Vorstellung davon, ob jetzt hier gerade der linke Flügel oder der rechte Flügel recht hatte. Wenn man sich positiv auf Lenin bezieht, dann schreibt er selber, manchmal hat der linke Flügel recht, manchmal ist es nötig, sich auf den rechten Flügel zu stellen. Und dann gibt es ganz andere Geschichtsschreibungen, zum Beispiel von Wolfgang Abendroth, der Begründer der Marburger Schule, hat Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung geschrieben. Und bei ihm ist es so, dass links sind immer die Utopisten und rechts sind immer die Realisten. Also da ist recht klar, wo die Sympathien liegen. Wir wollen jetzt aber nicht exakt beurteilen, ob immer die Linken oder Rechten Recht haben oder so, sondern es geht darum, einen Einblick in diese strategischen Debatten zu entwickeln und zu verstehen, wie schwierig eigentlich die Frage nach der revolutionären Führung damals war. Okay, also zurück zum Gründungsparteitag, zurück zu Luxemburg. Die betonte damals, dass die drängendste Aufgabe zunächst die Schulung des Proletariats sei. Die Arbeiter- und Soldatenräte müssten sich berufen fühlen, praktisch zu lernen, die einzige öffentliche Gewalt im ganzen Reich zu werden. Luxemburg warnte die neugeborene Partei. Zitat: Der revolutionäre Prozess nimmt sich vielleicht etwas langwieriger aus, als man geneigt wäre, ihn sich im ersten Moment vorzustellen. Ich glaube, es ist gesund für uns, wenn wir uns mit voller Klarheit alle Schwierigkeiten und Komplikationen dieser Revolution vor Augen führen. Doch, wie euch wahrscheinlich allen bekannt ist, gab es diese lange Verschnaufpause für die KPD nicht, sondern Anfang Januar gibt es radikale Arbeiter in Berlin, die kämpfen wollen. Die waren nicht von dem Spartakusbund beeinflusst, waren revolutionäre Obleute etc., also eher USPD-nah. Und als es zu diesem Aufstand in Berlin kommt, sehen die erfahrenen Politiker des Spartakusbunds, also Luxemburg etc., die schon länger in der Politik waren, gleich, dass dieser Aufstand eigentlich zum Scheitern verurteilt sein wird. Also es ist ihnen klar, dass er verlieren wird. Und die KPD hat aber keinen Masseneinfluss oder so, kann das den Lauf der Ereignisse nicht beeinflussen.
Und darum trifft die KPD dann, als die Kämpfe bereits im Gang sind, die Entscheidung, nicht nebenbei zu stehen, nicht die Arbeiter im Stich zu lassen, sondern um einen bewussten Lernprozess ermöglichen zu können, schaltet sie sich in die Kämpfe ein. Also obwohl ihnen klar ist, dass sie es verlieren werden wahrscheinlich. Und der Aufstand nimmt einen katastrophalen Verlauf, wie wir wahrscheinlich alle gehört haben. Also es kommt nicht zur Revolution Anfang 1919, sondern Rosa Luxemburg schreibt am 14. Januar ihren letzten Kapitel in der Roten Fahne. Und da rekapituliert sie nochmal die Geschichte der Arbeiterbewegung, also die englischen Chartisten, die Erhebung des Pariser Proletariats 1848, die Pariser Kommune. Und sie schreibt, Zitat, der ganze Weg des Sozialismus ist, soweit revolutionäre Kämpfe in Betracht kommen, mit lauter Niederlagen besät. Und doch führt dieselbe Geschichte Schritt um Schritt unaufhaltsam zum endgültigen Siege. Wo wären wir heute ohne jede Niederlagen, aus denen wir historische Erfahrung, Erkenntnis, Macht, Idealismus geschöpft haben? Wir fußen heute, wo wir unmittelbar bis vor die Endschlacht des proletarischen Klassenkampfes herangetreten sind, geradezu auf jene Niederlagen, deren keine wir missen dürfen, deren je ein Teil unserer Kraft und Zielklarheit ist. Und dann rekapituliert sie diese Januarkämpfe mit: Die Führung hat versagt, aber die Führung kann und muss von den Massen und aus den Massen heraus neu geschaffen werden. Dann wird sie zwei Tage später zusammen mit Karl Liebknecht ermordet, auf Geheiß der SPD. Und in ganz Deutschland kommt es noch zu ähnlichen Erhebungen, Braunschweig, die Münchner Räterepublik etc. Und all die werden bis zum Sommer 1919 eigentlich niedergeschlagen. Also wir haben jetzt diese junge kommunistische Partei, die unfähig gewesen war, ihre politischen Führer zu schützen. Und nach Luxemburgs Anspruch besteht es die Aufgabe in der darauffolgenden Zeit, dass sie wieder fähig sein würde, diese Führung aus den Massen neu zu schaffen. Weil zunächst war die KPD eine illegale Partei, isoliert. Die Mehrheit der Arbeiterklasse war bei SPD und USPD. Also anders als in Russland konnte in Deutschland nicht unmittelbar aus dem Weltkrieg eine proletarische Revolution hervorgehen. Und wenn wir die Geschichte vom heutigen Standpunkt betrachten, so ist es nicht abwegig zu sagen, okay, an diesem Punkt war das endgültige Scheitern der Weltrevolution. Wir wollen jetzt in diesem Teach-In diese Perspektive mal nicht einnehmen, sondern erstmal die noch 5 Jahre lang weiterverfolgen und aus der Perspektive der Entfaltung der Geschichte mit ihren Potenzialen. Also wie dachten die Führer des Kommunismus damals, wie kann man auf diesen Rückschlag reagieren und wie wurde die Frage der revolutionären Strategie behandelt, wie dachten sie doch noch die Weltrevolution erreichen zu können. So, das war jetzt erst der erste Teil. Jetzt kommt es zum zweiten Teil. Ihr seht da oben, eine neue Gestalt taucht auf. Die Konsolidierung der KPD unter Paul Levy. Im März 1919 hatte Paul Levy die Führung der Partei übernommen. Er hatte nun die schwierige Aufgabe, die Partei aus ihrer Isolation zu befreien und zu einer ernstzunehmenden Kraft in der Arbeiterbewegung zu machen. Dazu galt es zunächst, 2 Fragen zu beantworten. Die Stellung der Partei zu den Gewerkschaften und die Teilnahme an Wahlen. Bei ihrem Gründungsparteitag waren diese beiden Fragen verneint worden. Levy wollte solche ultralinken Positionen aus der Partei verdrängen. Auf dem Heidelberger Parteitag im Oktober 1919 legte er dazu eine Reihe von Leitsätzen vor. Einer beschied Mitglieder der KPD, die Mitarbeit an Wahlen und Gewerkschaften nicht einverstanden waren, aus der Partei auszuschließen. Durch diesen Beschluss wurde der ultralinke Flügel aus der KPD gedrängt. Die KPD verlor die Hälfte ihrer damals etwa 100.000 Mitglieder. Die Ausgeschlossenen gründeten im Frühjahr 1920 eine eigene Partei, die Kommunistische Arbeiterpartei, KAPD. Links von der KPD stand die KAPD der Strömung des Anarchosyndikalismus nahe. Trotz ihrer anfänglich recht starken Einflüsse auf Teile der radikalen Arbeiterschaft sollte sie aber nach nur etwa 1 Jahr wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Die KPD war nun hingegen zwar zahlenmäßig geschwächt, hatte aber ihren Kurs geklärt, um die Führung der Arbeiterklasse zu gewinnen. Und das ist vielleicht auch ein recht bekannter Fakt, 1920 kommt es dann zu einem Kapp-Putsch. Und auch hier kann die KPD nochmal überprüfen, okay, wie steht sie jetzt zu der Arbeiterbewegung. Also der Kapp-Putsch war ein rechter Umsturzversuch gegen die Weimarer Republik und dieser wurde durch einen Generalstreik der Arbeiter abgelehnt. Damals, weil die Gewerkschaften unter SPD-Führung dafür aufgerufen hatten.
Und als es zu diesem Putsch kam, hat die KPD am Anfang sich nicht dafür entscheiden können, den Generalstreik zu unterstützen, weil sie dachten, okay, die bürgerliche Demokratie wollen wir nicht verteidigen, aber sie sieht direkt schon am gleichen Tage, okay, ihre Mitglieder sehen das nicht ein und dann korrigiert sie ihren Kurs und ist auch für diesen Generalstreik. Und aus diesem Kaputsch heraus entwickelt sich dann eine linke Bewegung, die noch viel weiter gehen will, vor allem im Ruhrgebiet. Also Ruhrgebiet war damals das große Industriezentrum Deutschlands. Da bildet sich die Rote Ruhrarmee, die tatsächlich dann über diese kleine Aufgabe der Ablehnung der Rechten hinausgehen will und tatsächlich die Diktatur des Proletariats aufbauen will. Aber auch hier hat die KPD eigentlich überhaupt keinen Einfluss. Also das wird von Anarcho-Syndikalisten, von USPDlern, von KAPDlern, also durchaus von Kommunisten, die sich als solche verstehen, aber nicht von der KPD geführt. Und dann wird der Aufstand auch niedergeschlagen. Und bei der Reichstagswahl im Juni 1920, also anderthalb Jahre nach der Gründung, zeigt sich, dass die KPD eigentlich immer noch marginal ist. Also sie hat 600.000 Stimmen im Vergleich zu 6 Millionen SPD-Lern und 5 Millionen USPD-Lern. Also erstmal schwierige Situation. Was konnte ihr dann aus der Klemme helfen? Nächster Abschnitt, die Gründung der Kommunistischen Internationale. Im März 1919 wurde in Moskau die dritte Kommunistische Internationale, kurz die Komintern, gegründet. Nachdem die Sozialistische Zweite Internationale mit Beginn des Ersten Weltkriegs ihren Bankrott gezeigt hatte, sollte diese neue Vereinigung den revolutionären Teil der Arbeiterbewegung zusammenfassen, um durch Koordination und Akkumulieren von Erfahrung die Weltrevolution doch noch zur Wirklichkeit werden zu lassen. Lenin beschrieb die Kommunistische Internationale als Vorstufe für die Internationale Republik der Sowjets, für den Sieg des Kommunismus auf der ganzen Welt. Der Bolschewik Sinowjew übernahm den Vorsitz der Komintern, der Experte für deutsche Fragen war Karl Radek und im weiteren Verlauf wichtig sind noch Lenin und Trotzki, damals im Politbüro der russischen Partei. Und über diese dritte Internationale und ihren Einfluss auf den deutschen Kommunismus ist viel geschrieben worden von Historikern, von Linken. Also eine verbreitete Ansicht ist, dass die russische Partei durch diese Internationale hindurch einen durchweg negativen Einfluss auf Deutschland ausgeübt hätte oder auf die Entwicklung der KPD. Also zum Beispiel Ernst Reuter, der später Bürgermeister von Berlin wurde, der war damals Ultralinker und wurde dann aus der Partei ausgeschlossen, weil er dachte, okay, Moskau ist hier zu diktatorisch. Und so eine Betrachtung mag für die Zeit nach 1923 im Wesentlichen korrekt sein, aber wenn man jetzt sagt, okay, das Scheitern dieser frühen KPD geht allein auf den Einfluss Moskaus zurück, das sollte man vielleicht nochmal kritisch hinterfragen, wenn wir hier die Geschichte weiter verfolgen. Richtig ist natürlich, dass die Kommunistische Internationale sehr viel größere Rechte gegenüber ihren Einzelparteien hatte, als es die Zweite Internationale gehabt hatte. In ihren frühen Jahren wurde ihre Politik jedoch nicht allein in Moskau festgelegt. Vielmehr gab es eine Vielzahl an Protagonisten mit unterschiedlichen taktischen Vorstellungen, die um den Kurs der Internationale rangen. Und auch die Bolschewiki selber waren bis zu Lenins Tod keineswegs eine monolithische Partei, sondern eine Partei, die ihre Widersprüche in politischen Fragen lebhaft diskutierte. Im Kontext der Ereignisse des Deutschen Oktobers sollte die Komintern versagen, genau wie die KPD. Nach dem marxistischen Verständnis kann es auch nicht der Anspruch an eine solche politische Organisation des Proletariats sein, von vornherein fehlerlos alle Aufgaben zu meistern. Als die Zweite Internationale bei Beginn des Ersten Weltkriegs in sich zusammengefallen war, hatte Rosa Luxemburg in der Broschüre Die Krise der Sozialdemokratie geschrieben: Die schonungslose Selbstkritik ist nicht bloß das Daseinsrecht, sie ist auch die oberste Pflicht der Arbeiterklasse. An diesem Anspruch hatte man die KPD sowie die Internationale zu messen. Waren sie in der Lage, ihre Fehler einzugestehen, kritisch aufzuarbeiten und als Möglichkeiten zum Lernen zu nutzen? So, zurück zur Geschichte. Der erste große Einfluss, den die Komintern in Deutschland ausüben konnte, war die Vereinigung von KPD und USPD. Der linke Flügel der USPD hatte bereits 1919 gefordert, der Komintern beizutreten. Im Februar 1920 schickte das Exekutivkomitee der Komintern einen Brief an den Vorstand der USPD, in dem dieser eingeladen wurde, Verhandlungen um die Aufnahme der USPD in die Komintern zu führen. Mit dem Wunsch der Komintern, dass es zu einer baldigen Vereinigung von USPD und KPD kommen würde. Das Ziel der Kommunisten war es, die radikalisierten Arbeiter von ihren opportunistischen Führern zu trennen und in das kommunistische Lager rüberzuziehen.
Und tatsächlich bildete sich dann nach dem Kapp-Putsch eben ein starker linker Flügel in der USPD, der sich für den Anschluss an die Komintern einsetzte. Dann gab es im Sommer 1920 den Zweiten Weltkongress der Komintern und dort waren sowohl KAPD als auch USPD als Gäste ohne Stimmrecht geladen. Auf diesem Kongress wurden 21 Bedingungen beschlossen, welche die Mitgliedsparteien der Komintern erfüllen mussten. Darunter die Bereitschaft zur Teilnahme an Wahlen und das Entfernen von Reformisten und Zentristen aus den Parteien. Die KAPD lehnte diese Bedingungen ab, also die KAPD ist auch nie zu Wahlen angetreten. Die waren halt linksradikal, könnte man sagen. Und die USPD war gespalten bei ihrer Abreise aus dem Weltkongress. Und diese Spaltung wurde dann auch ganz schnell Realität, als sie im Oktober einen Parteitag abhielten, eben über diese Frage, sollen wir die 21 Bedingungen annehmen oder nicht. Und dazu ist auch Sinowjew, der Chef der Komintern, kam dann auch auf den Parteitag, hat eine 4 Stunden lange Rede gehalten, warum man denn der Komintern beitreten sollte. Und am Ende hat sich nur der linke Flügel entschlossen, das zu tun. Und der wird dann kurze Zeit später der KPD beitreten. Und das ist für die KPD ein großes Ding, weil bis dahin waren sie halt wirklich eine sektierische Organisation eigentlich, ohne wirklich Masseneinfluss in der Arbeiterklasse. Und jetzt waren sie eine Massenpartei, hatten auf einen Schlag 300.000 neue Mitglieder. Und das ist eben zum Beispiel ein positiver Aspekt, den die Komintern in Deutschland ausüben konnte. So, was geschah darauf folgend? Dieser Beschluss über die 21 Bedingungen der Komintern sollte auch noch weitere Auswirkungen haben, weil Anfang 1921 beriet die italienische Sozialistische Partei über diese Bedingungen und Serati, der Chef von denen, meinte, er möchte die Reformisten nicht ausschließen. Und Paul Levi, also Chef der KPD, war damals in Italien bei diesem Parteitag auch dabei und er unterstützte Serati. Er sagt, okay, er hat recht, diese Reformisten können in der Partei bleiben und legte sich also mit den Komintern-Vertretern an. Und das hatte dann wiederum ein Nachspiel für Levi, weil er dann in der deutschen Parteiführung dafür angegriffen wurde. Und als Levis Position überstimmt wurde, trat er zurück mit 4 seiner engsten Mitarbeitern, unter anderem Clara Zetkin, vielleicht bekannt. Und das war sozusagen die erste Levi-Krise der KPD und ein extrem großer Einschnitt, weil also Lenin zum Beispiel wirft dann Clara Zetkin später vor, das war der dümmste Fehler, den man hätte machen können, einfach zurückzutreten, also sich der Verantwortung nicht zu stellen. Was geschieht dann nämlich genau, nachdem dieser Rücktritt beschlossen wurde? Die Partei Linke hat jetzt die Zentrale, also das Zentralkomitee, ich sage mal das Zentrale, in ihrer Hand und sie denken sich eine neue Theorie aus, die Offensivtheorie. Und wesentlich Anteil daran hatte auch Béla Kun. Béla Kun, ein ungarischer Kommunist, der 1919 versucht hat, in Ungarn die Revolution zu machen. Und der zusammen mit der neuen Führung der KPD entschließt eben diese Offensivtheorie. Und das bedeutet, also auf jeden Angriff des Staates, egal wie die Umstände auch sind, sollen die Kommunisten mit einer revolutionären Offensive beantworten. Also sozusagen die Idee, die Revolution liegt in der Luft und sobald jemand was gegen uns macht, ist es unser Signal zum Aufstand. Und diese Theorie wird auch direkt darauf erprobt werden in der März-Aktion. Das kann ich jetzt auch nicht genau eingehen, das ist eine längere Geschichte. Zusammenfassend kann man sagen, es war ein bewaffneter Aufstand im heutigen Sachsen-Anhalt, Mitteldeutschland, und war eigentlich militärisch ein völliges Desaster. Also diese Märzaktion wurde auch noch stark von der KAPD und deren Radikalen da mitbestimmt und infolgedessen hat sie sich doch dann aufgelöst. Und auch für die KPD war es ein großes Desaster, weil politisch gelang es überhaupt nicht, irgendwie die anderen Arbeiter, die bei der SPD zum Beispiel noch waren, zu bewegen, da mitzumachen. Und lokal war er halt sehr beschränkt. Nur in Hamburg hat auch unter Ernst Thälmann die KPD versucht, Massenaktionen durchzuführen. Und die KPD musste diese Aktion abbrechen. Und Clara Zetkin, also vor kurzem noch in der Zentrale, aber eigenständig zurückgetreten, wollte dann erwirken, dass man die fehlerhafte Strategie auf einem außerordentlichen Parteitag diskutiert. Die Zentrale wollte das nicht. Und daraufhin war die letzte große Aktion von Paul Levi.
also bis vor kurzem noch Parteiführer gewesen, der eine öffentliche Broschüre veröffentlicht, wo er diese Märzaktion als den größten Bakunistenputsch in der Geschichte kritisiert. Und die Zentrale, also die KPD-Führung ist außer sich, Lewy wird ausgeschlossen und die Partei geht durch eine große Krise, verliert wieder die Hälfte ihrer Mitglieder. Und diese Märzaktion wird jetzt auf dem dritten Weltkongress der Komintern ausdiskutiert. Und auf diesem Kongress trafen wieder äußerst verschiedene Ansichten aufeinander. Also nicht nur die deutsche Partei war über diese Frage gespalten, auch die russische beispielsweise. Lenin und Trotzki waren dagegen, gegen diese Märzaktion. Sinowjew war dafür, Radek wusste nicht so genau. Und Lenin sagte, okay, eigentlich Paul Lewys Kritik ist im Grunde gesehen richtig, aber die Form, in der sie vorgebracht hat, ist falsch. Also das in der öffentlichen Kritik zu machen, würde halt gegen die Parteidisziplin verstoßen. Und hat damals gehofft noch, dass Paul Lewy wieder zurückkehren würde zur Partei. Was dann später nicht passiert ist, Paul Lewy ist dann wieder bei der SPD gelandet irgendwann. Und ja, die Frage ist also, wird heiß diskutiert auf diesem Kongress und um die Spaltung der KPD zu verhindern, drängt dann die Komintern, dass die KPD ein Friedensabkommen schließen soll zwischen ihren beiden Flügeln. Also eine echte Klärung der Differenzen findet eigentlich nicht statt, sondern die Komintern sagt, nee, die Offensivtheorie ist falsch und vertragt euch mal. Und im Anschluss an diesen dritten Weltkongress wird eine neue Taktik entwickelt, die Einheitsfront-Taktik. Was war jetzt diese Einheitsfront-Taktik? Das Ausrufen der Einheitsfront-Taktik war eine Reaktion darauf, dass die erste Welle der Revolution in Europa, also vor allem in Deutschland, Ungarn, Italien, fehlgeschlagen war. Es wurde konstatiert, dass sich die kapitalistische Ordnung in Europa zeitweise stabilisiert hatte. Die Kommunisten sollten nun versuchen, die Unterstützung weniger fortschrittlicher Schichten der Arbeiterklasse zu gewinnen. Also in Deutschland heißt das, Arbeiter von der SPD und der USPD gewinnen. Die Vereinigung mit den fortschrittlichen Arbeitern der USPD im Jahr davor hatte im Wesentlichen noch durch das Vermitteln von Ideen, also durch Agitation und Propaganda stattfinden können. Und um breitere Arbeiterschichten jetzt zu erreichen, sollten die Kommunisten nun vor allen Dingen praktisch beweisen, dass sie in gemeinsamen wirtschaftlichen, politischen Kämpfen die Führung übernehmen können. Und diese Einheitsfrontpolitik führt zu diversen Dingen, unter anderem dazu, dass sich jetzt die KPD entschließt, Minderheitsregierungen von SPD und USPD auf Landesebene zu tolerieren. Also im September 1921 in Thüringen. Und also sie tritt nicht selber in die Regierung ein, also sie sagt, okay, USPD, SPD dürfen miteinander regieren und wir unterstützen euch. Und ab August 1922 geht dann die KPD auch ganz offensiv dazu über, zu sagen, okay, wir propagieren Arbeiterregierungen. Also wir bekunden Bereitschaft, in Koalition mit den Sozialdemokraten zu gehen. Und das hat zunächst mal einen positiven propagandistischen Effekt, also die Mitgliederzahlen erholen sich. Es scheint erstmal, als ob das ein erfolgreicher Weg ist, aber nicht alle in der KPD sind mit dieser neuen Ausrichtung einverstanden. Die sogenannte linke Opposition hatte ihre Basis in Berlin. Die führenden Köpfe waren vor allem junge Intellektuelle wie Ruth Fischer und Arkadi Maslow, die nur wenig politische Erfahrung besaßen. Nach Lenins Einschätzung war Ruth Fischers Linkssein eine persönliche Zufälligkeit und überhaupt seien Fischer und Maslow Demagogen kleinen Formats. Vermutlich wäre diese linke Opposition eine isolierte Clique gewesen, hätte sie nicht schon bald Verstärkung von waschechten Proletariern wie Ernst Thälmann erhalten. Ernst Thälmann war damals schon in Norddeutschland ein großes Ding, sehr populär. Und diese linke Opposition kritisierte eben den neuen Arbeiterregierungskurs der Zentrale heftig. Und wieder war es einem Kongress der Komintern vorbehalten, diese Frage weiter zu klären, der vierte Weltkongress. Auch da wurde die deutsche Delegation gespalten hin. Vor allen Dingen wurde halt diese Frage der Arbeiterregierung diskutiert. Also war eine Koalition mit den Sozialdemokraten der nächste Schritt, den wir anstreben sollten, die Kommunisten? War es eine Notwendigkeit oder nur eine historische Möglichkeit? War die Arbeiterregierung das gleiche wie die Diktatur des Proletariats? Also um kurz auszuholen, Karl Marx hatte mal formuliert, seine große Entdeckung sei es gewesen, dass der Klassenkampf notwendigerweise zur Diktatur des Proletariats führe. Also eine Übergangsform vor der klassenlosen Gesellschaft. Und für orthodoxe Marxisten wie Luxemburg und Lenin war klar gewesen, diese Diktatur, also diese Herrschaft der Arbeiterklasse,
sollte erst nach der Zerschlagung des bürgerlichen Staats errichtet werden. Also wie stand nun die Diktatur des Proletariats zu dem Konzept einer Arbeiterregierung, also eine Koalition, um den bürgerlichen Staat zu verwalten? Und da gab es extrem divergierende Ansichten und zum Schluss wurde beschlossen, dass man 5 verschiedene Typen von Arbeiterregierungen definiert, von denen einige abzulehnen seien, einige zu begrüßen. Und wieder hatte eigentlich dieser Kongress nicht wirklich zur Schlichtung des Streits in der KPD beigetragen. Und schon am nächsten Parteitag der KPD zeigte sich das wieder sehr stark und dann musste die Kommentare nochmal intervenieren und sagen, okay, ein paar Parteilinke müssen auch in diese Zentrale, in das Führungsorgan der KPD. So, jetzt haben wir also diese ganze Entwicklung von der Krise der Sozialdemokratie bis zum 4. Weltkongress. Und jetzt kommen wir 1923, das große Revolutionsjahr, was vielleicht hätte sein können. 1923 ändern sich jetzt die objektiven Bedingungen in Deutschland ganz drastisch. Also im Januar besetzen französische Truppen das Ruhrgebiet, weil die Regierung keine Reparationen zahlen will. Und das löst halt eine politische, wirtschaftliche Krise aus. Die deutsche Regierung, damals von Reichskanzler Kuno, rief zum passiven Widerstand auf. Das heißt, die Leute im Ruhrgebiet sollen einfach den Befehlen der Besatzer nicht nachgehen. Und in der Folge gerät Deutschland in den nationalistischen Taumel. Also Freikorpseinheiten aus dem ganzen Reich reisen auf eigene Faust ins Ruhrgebiet und kämpfen gegen die Franzosen. Dann haben wir das Problem, das Ruhrgebiet ist das industrielle Zentrum Deutschlands und ohne Kohle und Stahl aus dem Ruhrgebiet bricht die deutsche Wirtschaft zusammen. Die Staatsfinanzen sind dann auch ganz schnell am Ende und die Inflation entwickelt sich zu einer Hyperinflation. Das führt zu einer großen Radikalisierung von den Arbeitern und im Mai entwickelt sich dann eine große Streikbewegung im Ruhrgebiet, die jedoch die Kommunisten unvorbereitet trifft. Und die es also dann nicht schaffen, diese für sich zu nutzen oder diese Bewegung in Bahnen zu lenken, die sie wollen, oder gerne einen Generalstreik zu erwirken, was ihr großer Plan war. Und für die Kommunisten stellt sich jetzt also eine neue Frage. So, wie reagiert man auf diese neue, objektive, zugespitzte Situation? Wir haben gerade beschlossen, okay, Arbeiterregierungen sind doch gut. Was macht man jetzt? Und auf Bezug auf die politische Situation, was macht man mit dem Ruhrgebiet, sagen sie zunächst, okay, das deutsche Proletariat muss sowohl gegen die ausländischen kapitalistischen Eindringlinge kämpfen, als auch gegen die kapitalistischen Unterdrücker im eigenen Land. Also so eine recht ausgewogene Lösung. Und es gibt zum einen dann Verbrüderungsaktionen mit französischen Soldaten, zum anderen sagt aber auch Thalheimer beispielsweise, also damals der größte Parteitheoretiker, dass die deutsche Bourgeoisie im Kampf gegen die Franzosen, also im Konflikt, als objektiv revolutionär auftritt. Also ist auch recht gespalten, die Frage zu diesem politischen Geschehen. Und auch andersweilig experimentieren die Kommunisten vor allen Dingen. Also ihr erster Impuls ist es, diese Einheitsfront-Taktik zu intensivieren. Also auch in Sachsen wird dann jetzt eine Minderheitenregierung der SPD toleriert. Und gleichzeitig bemühen sie sich in der Betriebsrätebewegung Einfluss zu gewinnen. Sie bilden Kontrollausschüsse, wo sich die Bevölkerung gegen Preiswucher wehren soll. Und sie stellt die proletarischen Hundertschaften auf. Also damals, die proletarischen Hundertschaften wurden offiziell gerechtfertigt als Verteidigungseinheiten gegen die faschistische Gefahr. Aber sie sollten natürlich auch Aufbau revolutionärer Kader sein und dann mit dem Ziel, die Regierung zu stürzen. Und ein weiterer Versuch der Kommunisten war, sich Verbündete außerhalb der Arbeiterbewegung zu beschaffen. Also man wollte an den verarmten Mittelstand jetzt neuerdings sich wenden und versuchen, an dessen nationale Befindlichkeiten zu appellieren. Oder man wollte auch in der Reichswehr und der Polizei Anhänger gewinnen. Aber all diese Versuche schlagen eher fehl und werden auch wieder aufgegeben. Und ja, also es ist so eine Zeit des Experimentierens. Eine klare Linie gibt es zu Anfangs nicht. Und dann haben die Kommunisten einen Plan. Sie planen für den 29. Juli den Antifaschistentag. Im Aktionsaufruf dabei heißt es, dem drohenden Aufstand der Faschisten, der könne nur niedergeschlagen werden, wenn dem weißen Terror, also der Faschisten, der rote Terror entgegengestellt wird.
Und was war sozusagen der Plan davon? Also die KPD wollte in Massendemonstrationen erproben, wie groß denn ihr Einfluss in der Arbeiterschaft wirklich war. Da aber in Frankfurt ein paar Tage vor dem Antifaschistentag eine Demonstration recht militant war, hat dann die Reichsregierung diesen Antifaschistentag verboten. Und dann hatten die Kommunisten die große Frage, okay, wie reagieren sie darauf? Und Brandler, Heinrich Brandler, Parteichef, damals schlägt vor, okay, dann demonstrieren wir nur in Sachsen und Thüringen, da ist es noch erlaubt. Ruth Fischer war stark dagegen. Die stand drauf, dass man auch in Berlin demonstrieren würde. Und dann sollte sich die Kommentaren einschalten und entscheiden, wer hat recht. Sinorfeld war gerade im Urlaub und dann hat Radek entschieden, okay, Brandlers Kurs sollte man unterstützen. Und Anfang August gerieten dann Brandler und Fischer in der Zentralausschusssitzung nochmal aneinander, weil Fischer dagegen war, dass Brandler die Losung von der Diktatur des Proletariats im Ganzen ablehnt. Und dann gab es eine Kompromissresolution, okay, die Aufgaben der Partei, die revolutionären Aufgaben werden mit starken Worten betont, aber eigentlich ändert sich der grundlegende Kurs nicht. In der Partei wuchsen nun Ungeduld und Verärgerung. Seit Beginn der Ruhrkrise hatten sich die Voraussetzungen zur Revolution weiter verbessert. Die KPD hatte im Laufe des Jahres immer mehr Einfluss unter den Arbeitern gewinnen können. Aufgrund der Hyperinflation war die Arbeit der Gewerkschaften völlig zwecklos geworden. Dadurch verlor auch die SPD, die ihren Einfluss vor allen Dingen auf diese freien Gewerkschaften stützte, an Kraft. Heinrich Brandler war der Ansicht, dass der Einfluss der KPD weiter linear anwachsen würde. Am 10. August brachen in Berlin Streiks gegen die Regierung von Kuno aus. Die Regierung war nicht imstande gewesen, die weitere katastrophale Verschlechterung der Lebensbedingungen zu beheben. Und die Kommunisten nutzten nun ihren dominierenden Einfluss in den Betriebsräten, um eine weitere Ausweitung des Streiks anzufachen. Also die Stromversorgung Berlins wurde unterbrochen, die Bundesdruckerei konnte kein Papiergeld mehr drucken, das Krankenhauspersonal streikte etc. etc. Der Versuch der Kommunisten, einen Generalstreik zu erwirken, scheiterte jedoch, weil Kuno recht schnell seinen Rücktritt verkündete und dann die Streikbewegung zusammenbrach. Die neue Regierung war dann eine Koalitionsregierung von SPD mit bürgerlichen Parteien. Ja, das war die Kuno-Krise. Kommen wir zum Deutschen Oktober endlich, zum Plan des Deutschen Oktobers. Die Bolschewiki waren 1923 viel mit sich selbst beschäftigt gewesen. Lenin, der im Politbüro den Hut aufhatte, sich um die deutsche Frage zu kümmern, war bereits schwer krank. Währenddessen hatten sich die parteiinternen Kämpfe um seine Nachfolge schon zugespitzt. Von den Ereignissen um den Antifaschistentag und die Kuno-Streiks aufgeschreckt, brachen Trotzki und Sinorfew ihren Urlaub ab. Ende August entschied das Politbüro, die KPD solle sich jetzt darauf einstellen, eine Revolution vorzubereiten. Die deutschen Parteiführer wurden nach Moskau berufen und zur Orientierung wurde zunächst ein Termin Anfang November bestimmt. Brandler, also Chef der KPD, hatte Einwände. Er merkte an, dass er kein deutscher Lenin sei und fragte, ob nicht Trotzki die Leitung der Revolution übernehmen könne. Der Vorschlag wurde aber von Trotzkis Kontrahenten aus der russischen Partei abgelehnt und es wurde entschieden, dass die KPD zur Vorbereitung der Revolution in die sächsische Regierung eintreten sollte, um das Bundesland als einen Exerzierplatz für die proletarischen Hundertschaften zu nutzen. Die Revolution war nun also entschiedene Sache. Brandler reiste zurück nach Deutschland und es gibt eine Schilderung von Ruth Fischer, damals auch in Moskau, über seine Abreise. Als ich aus dem Kreml kam, sah ich Trotzki, wie er sich von Brandler verabschiedete, den er aus seinen Räumen im Kreml bis zum Tor begleitet hatte. Eine ungewöhnliche Höflichkeitsgeste. Dort standen sie, im hellen Licht des Herbstnachmittags, der untersetzte Brandler in seinem ungebügelten Anzug und der elegante Trotzki in seiner gut geschnittenen Uniform der Roten Armee. Trotzki küsste nach den letzten Worten Brandler nach russischer Sitte auf beide Backen. Da ich beide gut kannte, entging mir nicht, dass Trotzki wirklich bewegt war. Er war offensichtlich erfüllt von dem Bewusstsein, dass er dem Führer der deutschen Revolution am Vorabend großer Ereignisse seine Wünsche mitgab. Und in Deutschland beginnen jetzt hektische Vorbereitungen. Also die Deutschen fragen, ob sie nicht so einen russischen Bürgerkriegsgeneral haben können. Und der baut dann den Militärapparat auf. Waffen werden beschafft. Der Ton in der Parteizeitschrift
verschärft sich. Also plötzlich kommen dann so revolutionäre Gedichte und theoretische Abhandlungen über den Bürgerkrieg und so Sachen. Und in Sachsen tritt die KPD dieser Koalitionsregierung mit den Sozialdemokraten bei. Und der Plan war, das zu machen, um Waffen zu beschaffen, um die proletarischen Hundertschaften zu trainieren. Und Brandner will dafür eigentlich gerne Innenminister werden, aber er kriegt nur so einen Posten in der Staatskanzlei. Und auch in Thüringen bildet die KPD jetzt eine Koalitionsregierung. Und die Reichsregierung, auch von der SPD geführt, also genau wie der Koalitionspartner der KPD, die entscheidet, dass sie diese Arbeiterregierung nicht dulden will und entschließt ein Ermächtigungsgesetz, und am 20. Oktober wird verlautbart, dass die Reichswehr in Sachsen einmarschieren soll. Die KPD war von der Geschwindigkeit dieser Ereignisse überrumpelt. Eigentlich hatten sie gedacht, sie wollen eine Reichskonferenz der Betriebsräte, die sie vor allen Dingen ja kontrollierten, anberaumen. Und nun wurde improvisiert und gesagt, okay, am 21. Oktober fand sowieso eine Arbeiterkonferenz statt. Die nutzen wir einfach, um die Stimmung unter den Arbeitervertretern zu sondieren. Und im Fall eines günstigen Ergebnisses dort sollte ein Generalstreik ausgerufen werden, und der sollte dann das Signal zum Aufstand werden. Und auf dieser Konferenz gab es halt Vertreter von Betriebsräten, Gewerkschaften, Kontrollausschüssen, KPD, SPD etc. Und Brandler forderte einfach unverblümt, okay, jetzt Generalstreik, und war überzeugt, dass das auf Zustimmung treffen sollte, aber es gab eisiges Schweigen, und dann erhoben sich die sieben SPD-Abgeordnete und sagen, sie würden die Konferenz sofort verlassen, wenn dem zugestimmt würde. Und die KPD gab klein bei, und die Zentrale beschloss, den Aufstandsplan abzubrechen. Und das war es eigentlich. Allgemein bekannt ist der Deutsche Oktober ja vor allen Dingen durch den Hamburger Aufstand. Moment. Und der war eigentlich aber nur Ergebnis einer Misskommunikation. Also in Hamburg ging man davon aus, dass dieser deutschlandweite Aufstandsplan weiter fortbestand. Und so kam es, dass am Morgen des 23. Oktober Stoßtruppen der Kommunisten begannen, Polizeistationen zu entwaffnen. Und militärischer Leiter im Arbeiterviertel Barmbek, da oben zu sehen, war ein 25-jähriger Student aus Leipzig, Hans Kippenberger. Und letztlich blieb aber der Aufstand vor allen Dingen auf dieses Arbeiterviertel beschränkt, und in die Innenstadt von Hamburg konnte überhaupt nicht vorgedrungen werden. Und als den Kämpfenden klar wurde, dass in ganz Deutschland eigentlich keine Revolution ausgebrochen war, organisierten sie ihren Rückzug. So ist diese Hamburger Episode eigentlich ein sehr antiklimaktisches Ende von dem Revolutionsjahr 1923. Was waren jetzt die Folgen? Die Zentrale der KPD war zunächst sich nicht im Klaren darüber, wie damit umzugehen sei. Also zunächst dachte sie, sie machen einfach wieder Einheitsfronttaktik wie zuvor. Und Brandler versuchte sich ein Alibi für das Scheitern zu geben, indem er sagt, okay, es gab überhaupt keine objektive revolutionäre Situation und man hätte gar nichts machen können. Aber diese Einheit der Zentrale hielt nicht lange. Brandler und Thalheimer, das war sein engster Verbündeter, verloren ihre Mehrheit. Und das geschah auch noch nicht wegen einem Befehl aus Moskau, also eigentlich das letzte Mal, dass die Parteiführung wechselt, ohne dass Moskau das entschieden hat, sondern tatsächlich die illegalisierten Arbeiter, die kämpfen wollten, der KPD, waren halt sehr erbost, dass diese Chance verpasst wurde, und wollten eine linkere Parteiführung. Und dadurch wurde dann Ruth Fischer, also die bisher sogenannte linke Opposition, Parteiführerin. Aber auch sie sollte jetzt nicht sehr erfolgreich sein und wurde dann 2 Jahre später auch aus der Partei ausgeschlossen. Sinowjew, der Kommentarn-Chef, machte Brandler zum Sündenbock, also redete einfach die Verantwortung der Kommentaren klein. Und dieses Scheitern des Deutschen Oktobers sollte auch fatale Auswirkungen auf die Situation innerhalb der Sowjetunion haben. Also die sowjetischen Arbeiter hatten diese Entwicklung in Deutschland gespannt verfolgt. In Erwartung dieses Deutschen Oktobers waren im ganzen Land Resolutionen von Arbeiterversammlungen angenommen worden, in denen sie den proletarischen Brüdern in Deutschland ihre Unterstützung zugesagt hatten. Massen von Arbeitern waren also ehrlich ergriffen gewesen von dieser Aussicht einer deutschen Revolution. Und sie hatten sich sogar bereit erklärt, so auf Lohnverringerungen
zeitweise hinzunehmen, falls das der deutschen Revolution nützen würde. Also das Bewusstsein, dass die Weltrevolution notwendige Voraussetzung war für den Aufbau des Sozialismus, war nicht nur irgendwie in der bolschewistischen Führung verankert, sondern so breit in den Massen. Und genauso wie die Begeisterung so stark gewesen war im Vorfeld, war dann auch die Ernüchterung und die Demoralisierung der sowjetischen Arbeiter, nachdem es eben nicht zu dieser Revolution, nicht zum deutschen Oktober gekommen war. Und im Jahr drauf, 1924, also dann nach Lenins Tod, verkündet Stalin die Doktrin des Sozialismus in einem Lande. Und es ist eben nicht zuletzt auch dieser deutsche Oktober und die Enttäuschung darüber, dass das so auf so fruchtbaren Boden fallen konnte. Dann vielleicht noch zwei Beispiele, wie Kommunisten auf diesen deutschen Oktober reagierten. Also ein Name, der üblicherweise mit dem Hamburger Aufstand verbunden wird, ist der Ernst Thälmann, wie ihr sicher wisst. Und Ernst Thälmann war damals also im Vorstand der Hamburger Partei und würde dann 1925 den Parteivorsitz der KPD übernehmen. Deswegen würde auch seine Rolle im Nachhinein, also seine Rolle im Hamburger Aufstand, zu so einem heldenhaften Mythos verklärt werden. Und er hat auch seine Lehren des Hamburger Aufstands aufgeschrieben, 1924 bereits. Da lobt er den Heldenmut der wenigen Kämpfenden. Er gibt zu, dass der Aufstand als isoliertes Ereignis eigentlich aussichtslos war und betont, dass die Partei eine zentrale Rolle in so einer Situation hat. Und er bleibt aber doch trotz dieser Niederlage ganz optimistisch, und das ist eigentlich charakteristisch für die Parteilinken damals, und sagt, es ist falsch, dass durch die Oktoberniederlage von 1923 eine einzigartige revolutionäre Situation ein für alle Mal verpasst wurde. Leo Trotzki in Russland betont dagegen, dass die revolutionäre Situation verstrichen sei. In Deutschland beginne nun eine Phase, die nicht günstig sei für eine sofortige Offensive, sondern für Verteidigung und Vorbereitung. Und in seinen Lehren des Oktobers, die Trotzki dann schreibt, zieht er Parallelen zwischen den deutschen Ereignissen und der russischen Oktoberrevolution. Auch vor dem russischen Oktober war ein Teil der Parteiführung, also Kamenev, Sinoviev vor allen Dingen, gegen die Organisierung der Machtübernahme gewesen. Und Trotzki meinte halt, in jeder so einer revolutionären Situation stellt sich die Frage, soll man um die Macht kämpfen oder nicht? Und die muss man richtig beantworten. Und seiner Meinung nach hätte sich dann die KPD halt schon im Frühjahr neu orientieren müssen und sich auf diese Machtübernahme vorbereiten und nicht erst nach dem August. Ende der 1920er Jahre, als Trotzki im innerparteilichen Konflikt schon ausgebotet war, stellte Trotzki fest, dass die Komintern es nicht geschafft hatte, den deutschen Oktober als eine Chance zum Lernen zu nutzen. Und jetzt stellt sich die Frage, okay, was heißt Chance zum Lernen? Also es ist jetzt nicht so, dass die Komintern nichts anders gemacht hätte. Also wenn man uns die Geschichte der 20er anguckt, sehen wir immer wieder, wie versucht wird, auf Niederlagen zu reagieren. Also Ultralinke werden zu Rechten, auf eine Niederlage von den Rechten folgt wieder ein ultralinker Kurs. Und Trotzki meint halt auch, diese Korrekturen können auch wieder neue Fehler sein, wenn sie vereinseitigend wirken. Also ein kritisches Lernen ist jetzt keine triviale Aufgabe. Wie hätte also die Kommentaren wieder politische Urteilskraft lernen können? Und Trotzki reiht dann den deutschen Oktober rein ein in eine Reihe von Niederlagen der Kommentaren in England, in China etc. Und er versucht 1928 in die Dritte Internationale nach Lenin ein letztes Mal von innen eine marxistische Kritik an dieser Dritten Internationale zu üben, an der Kommentaren. Und dieser Versuch scheiterte, wie wir wahrscheinlich alle wissen. Die Kommentaren gingen dann mit der Machtergreifung Hitlers endgültig bankrott und Stalin löste sie in den 40ern sang- und klanglos auf. So, das ist jetzt diese ganze Geschichte, wie wir sie uns angucken können. Die politische Linke heute glaubt, dass die Zeit 1918 bis 1923 direkt zu ihnen spricht. Auf ganz unterschiedliche Weise meint sie, aus der Geschichte unmittelbar Lehren für das Jetzt ziehen zu können. Sei es in dieser oder jener Konzeption von einer Arbeiterregierung, die man heute für richtig oder falsch hält, sei es in der Betonung der Konzeption der Einheitsfront, einer Taktik, die von der Komintern 1921 insbesondere für kommunistische Massenparteien entwickelt wurden und die heute für die eigene kleine Politgruppe Anwendung finden soll, sei es in der Heraushebung des antifaschistischen Kampfs damals, den es natürlich auch gab, wobei dann die damalige Frage nach der Weltrevolution ignoriert wird, eben weil sie sich heute nicht stellt,
weil man aber heute doch wenigstens antifaschistisch sein kann. Die Komintern konnte in den 1920er Jahren nicht aus dem deutschen Oktober lernen. Was glauben Linke heute besser machen zu können? Inwiefern sind sie der Aufgabe besser gewachsen? Diese Fragen sollte sich die Linke heute stellen. Okay. Ich werde jetzt noch mal kurz so ein bisschen zusammenfassen, wie wir diese Geschichte ansehen können. Und ja, ich versuche mich mal kurz zu halten. Also so, das Thema ist Sinn aus dieser Geschichte zu machen. All dem. Und wie das quasi auch versucht wird. Also Arthur hat gerade die linken Positionen heutzutage, die sich auf diese Geschichte des deutschen Oktober beziehen, erwähnt. Also wie mit dieser Geschichte umgehen, ist natürlich gar keine einfache Frage. Genauso wie es keine einfache Frage ist, daraus kritisch-politische Lehren zu ziehen. Das ist eben keine Banalität. Der Vortrag hier soll natürlich kein Plädoyer dafür sein, die Geschichte einfach außer Acht zu lassen. Also in diesem Sinne wollen wir, Arthur hat es auch schon erwähnt, erstmal sagen, okay, 1914. Mit dem Versagen der Zweiten Internationale, vor allem der SPD, und dem Scheitern der Weltrevolution mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914, ist die Weltrevolution final gescheitert und seitdem ging es bergab. Das könnte man so konstatieren, weil diese Krise des Marxismus niemals durchgearbeitet werden konnte in der Weise, die uns irgendwie zum Sozialismus geführt hätte. Das wollen wir jetzt aber natürlich in diesem Vortrag nicht machen, vor allem weil die Bolschewiki 1917 in Russland einen revolutionären Funken aus dieser Krise des Marxismus schlagen und die Macht in Russland in der Hoffnung einer internationalen Revolution übernehmen. Es kommt dann tatsächlich, wie jetzt in dem Vortrag ja auch gesagt, 1918-19 in Deutschland zur deutschen Revolution, die allerdings mit dem Tod von Luxemburg und Liebknecht 1919 auch wieder zum Scheitern verdammt war. In dem Sinne könnte man an diesem Punkt eben das endgültige Scheitern der internationalen Revolution konstatieren und sagen, okay, das war dann dieser Versuch. Und auch das wollten wir dann diesmal nicht machen, sondern eben fragen, okay, die Folgen der Geschichte und ihre uneingelösten Potenziale wollen wir noch einen Schritt weiter verfolgen. Weil die Kommunistische Internationale und die KPD 1923 in Deutschland noch die Möglichkeit zu einer proletarischen Revolution sehen. Also sie versuchen bewusst in diese Geschichte einzugreifen. Und rückblickend können wir natürlich sagen, ist all das eine Geschichte verpasster Möglichkeiten, deren uneingelöstes Potenzial die Aufgabe an die nachfolgenden Generationen weitergibt. Aber auch nur, wenn diese Geschichte dieser uneingelösten Möglichkeiten 1914, 1918, also 1917, 1918, 19, 1923, wenn all diese Momente nicht verloren gehen. Um diesen Punkt zu machen, bemühe ich jetzt nochmal Walter Benjamin mit seinen Thesen über den Begriff der Geschichte von 1940, der in seinen Thesen über den Begriff der Geschichte auf die politischen Erfahrungen von Lenin, Luxemburg etc. reflektiert. Also die Geschichte ist für Benjamin das Verhältnis zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit. Also die Geschichte, das sind keine bloßen Fakten, die von späteren Ereignissen unberührt bleiben. Dieses Verhältnis zwischen Gegenwart und Vergangenheit ist ein soziales, ein praktisches Verhältnis. Das heißt, ein Verhältnis zwischen vergangenen und gegenwärtigen Geschehnissen und Handlungen. Also Handlungen in der Vergangenheit haben einen Einfluss auf die Handlungen in der Gegenwart. Und also das klingt jetzt auch erstmal banal, aber auch die Handlungen aus der Gegenwart beziehen sich und verändern die Geschichte, die Handlungen der Vergangenheit. William Faulkner schreibt den berühmten Satz, the past is not dead, it's not even past. Also die historischen Ereignisse wie die missglückte Revolution, jetzt 1923, verfolgen uns bis in unsere Gegenwart und bestimmen, wie wir unsere Handlungen vollziehen. Unser Handeln ist nur eine fortgeführte Aktion der Vergangenheit in diesem Sinne. The past is not even past.
Walter Benjamin schreibt den Satz, selbst die Toten sind nicht sicher. Das ist jetzt paraphrasiert. Aber mit diesem Satz bringt Walter Benjamin zum Ausdruck, wie drastisch der Einfluss des gegenwärtigen Blicks auf die Geschichte bestimmt. Das heißt, Geschichte wird durch die Betrachtung aus der Gegenwart verändert. Also for better or for worse ist erstmal dahingestellt. Benjamin schreibt sinngemäß, dass der historische Materialismus auf die Vergangenheit von einem Standpunkt aus sieht, der mit einbegreift, was aus der Vergangenheit geworden ist. Der die Resultate dieser Geschichte also nicht ignoriert, wie wenn man jetzt sagen würde, wir gucken uns nur an, wie war es 1923 und bestimmen objektiv, was da jetzt beispielsweise die richtigen Handlungen waren von Akteuren aus der Dritten Internationale oder was waren jetzt Fehler. Und sagen, so war das nun mal damals. Wir können uns das, also wir müssen das ignorieren, was danach passiert ist. Wir müssen das gesamte restliche 20. Jahrhundert ignorieren und nur diesen Moment greifen und uns dann eben positiv oder negativ auf etwas beziehen. Jetzt geht es natürlich nicht darum, also so wie Benjamin es beschreibt, dass wir diese Vergangenheit, die nach dem Moment, auf den wir uns beziehen, also nach 1923, auf all das, was zu der jetzigen Gegenwart geführt hat, wenn wir das tun, wo er sagt, das ist der Blick des historischen Materialismus, im Gegensatz zum Historismus übrigens, also er bezieht sich da auf den damals vorherrschenden Historismus, der eben genau das versucht zu tun, einfach nur einen Moment herauszugreifen und als solchen objektiv die Fakten der Geschichte zu erzählen. Es geht jetzt nicht darum, die Geschichte mit ihren Resultaten einfach zu bejahen, weil wir ja keinen einfachen Fortschritt in der Geschichte annehmen können. Wie das zum Beispiel Josef Dietzgen, das ist der Hausphilosoph der SPD damals, tut. Nach seiner Auffassung wird das Volk aller Tage klüger und unsere Sache aller Tage klarer. Also das war Zitat Josef Dietzgen. Gerade gegen diese Geschichtsauffassung wendet sich Benjamin und er sagt, diese wäre zu kritisieren. Die Begründung dafür ist, dass nach Hegels Geschichtsverständnis Geschichte sich vollzieht, wenn es einen Fortschritt im Bewusstsein von Freiheit gibt. Weil im Zuge der industriellen Revolution nach Hegels Tod der Kapitalismus den Fortschritt der Freiheit mit dem gleichzeitigen Rückfall in Unfreiheit verschwistert, ist der Vollzug von Geschichte selbst in Gefahr. Also das heißt, dass der Fortschritt in dem Bewusstsein von Freiheit, was Geschichte ist, ist selbst in Gefahr, weil jeder Fortschritt gleichzeitig ein Rückfall in Unfreiheit ist. Wo war ich? Was die bürgerlichen Denker wie Hegel als Geschichte betrachten, stellt sich vom Standpunkt des 19. Jahrhunderts schon, also im Marx-Zeitpunkt, nur als Vorgeschichte der Freiheit heraus. Der Eintritt in eine befreite Gesellschaft wäre erst der Übergang zur wahren Geschichte der Menschheit. Also zur Befreiung aus der Geschichte von Unfreiheit, zu der diese Geschichtserzählung von Hegel geworden ist. Das ist keine Geschichte der Freiheit mehr, sondern gleichzeitig auch eine Geschichte von Unfreiheit. Und es wäre, der Übergang aus dieser Geschichte der Unfreiheit wäre dann der Übergang in eine neue Geschichte der Freiheit. So zu dem Background, also das ist sozusagen der Background, von dem aus Walter Benjamin Josef Dietzgen kritisiert, der sagt, naja, es ist eine Fortschrittsschablone. Wir werden immer klüger, das wird immer klarer und let's go. Hier zur Erklärung noch mal ein Zitat von Walter Benjamin. Erst der erlösten Menschheit ist ihre Vergangenheit in jedem ihrer Momente zitierbar geworden. Also erst wenn diese Vorgeschichte mit ihren uneingelösten Potenzialen auf Freiheit tatsächlich erlöst wird, durch den Übergang in die Geschichte der freien Menschheit, erst dann ist diese Geschichte tatsächlich zitierbar in dem Sinne. Also erst dann wissen wir, was das bedeutet. So richtig. Im Moment stehen wir da und wir können sagen, Karl Radek und Bela Kuhn haben beide einen guten Punkt. Right? Aber beide haben es nicht geschafft, uns irgendwie zum Sozialismus zu bringen. Das ist eine gewisse Art von Ratlosigkeit. Und die Annahme von Benjamin ist, ja, in der erst der erlösten Menschheit ist ihre Vergangenheit in jedem ihrer Momente zitierbar geworden. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter.
entsprechend, weil wir die Geschichte nur als das Negativ für eine Idee von Freiheit betrachten können, entsprechend muss alles, was existiert, auf diesen erlösten Zustand hin kritisch betrachtet werden. Im Sinne der marxischen rücksichtslosen Kritik alles Bestehenden. Adorno beispielsweise, um den jetzt auch nochmal zu zitieren, sagt, Freiheit ist einzig in bestimmter Negation zu fassen, gemäß der konkreten Gestalt von Unfreiheit. Okay, ich nehme mal noch zwei Benjamin-Zitate mit rein, dann sind wir fast durch. Das ist jetzt Walter Benjamin aus den Thesen zum Begriff der Geschichte. Das wahre Bild der Vergangenheit huscht vorbei. Nur als Bild, das auf Nimmerwiedersehen im Augenblick seiner Erkennbarkeit eben aufblitzt, ist die Vergangenheit festzuhalten. Denn es ist ein unwiederbringliches Bild der Vergangenheit, das mit jeder Gegenwart zu verschwinden droht, die sich nicht als in ihm gemeint erkannte. Das trifft eigentlich das, was ich eben schon versucht habe zu erklären, dass Geschichte durch die Gegenwart verändert wird und jedes Ansehen dieser Geschichte ist eine Interpretation der Geschichte, ist sozusagen ein subjektiver Blick darauf. Nochmal Benjamin. Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es erkennen, wie es denn eigentlich gewesen ist. Es heißt, sich einer Erinnerung zu bemächtigen, wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt. Dem historischen Materialismus geht es darum, ein Bild der Vergangenheit festzuhalten, wie es sich im Augenblick der Gefahr dem historischen Subjekt unversehens einstellt. Die Gefahr droht sowohl dem Bestand der Tradition wie ihren Empfängern. Für beide ist sie ein und dasselbe. Nicht zum Werkzeug der herrschenden Klasse sich herzugeben. In jeder Epoche muss versucht werden, die Überlieferung von Neuem dem Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie zu überwältigen. Nur dem Geschichtsschreiber wohnt die Gabe bei, im Vergangenen den Funken der Hoffnung anzufachen, der davon durchdrungen ist. Auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört. Also es ist einfach, sich sozusagen dadurch, dass man die Geschichte ansieht, auf die eine oder andere Weise, ob man es will oder nicht, einem gewissen Konformismus anzuwidern. Ja, genau, also dieser Begriff der Vorgeschichte, den ich erwähnt habe, in dem die Herrschenden zu siegen nie aufgehört haben, dagegen wendet sich Benjamin und versucht die Geschichte gegen den Strich zu bürsten, die verschütteten Potenziale der Geschichte aufzudecken. Für uns heute muss all das, also die verschiedenen Suche, also jetzt nochmal so, ich versuche nochmal auf 1923 zurückzukommen, weil wir waren jetzt bei Walter Benjamin 1940, der genau darauf reflektiert, auch auf diese Geschehnisse. Und für uns heute muss all das, diese verschiedenen Versuche der Weltrevolution bis 1923 als Scheitern verbucht werden, weil wir einerseits heute nicht im Sozialismus leben und es andererseits ja auch nie geschafft haben, aus den Geschehnissen von 1923 wirklich Lehren zu ziehen, die uns näher an die Verwirklichung dieses Ziels gebracht hätten. Man kann den deutschen Oktober 1923 als historisches Scheitern der Weltrevolution bezeichnen, weil in diesem Moment der weiteste Möglichkeitshorizont für eine sozialistische Revolution eröffnet war. Der zu diesem Moment erreichte Stand von Theorie und Praxis hat nie wieder dieselbe Höhe erreicht. Ist eine These, okay. Wir betonen bei Platypus in unserem Lesekreis immer wieder die Fähigkeit zur Vermittlung von Theorie und Praxis des proletarischen Kampfes, die bei den jungen Radikalen der Zweiten Internationale wie Lenin, Luxemburg und Trotzki vorhanden war. Die Ereignisse von 1923 sind noch direktes Produkt ihres Wirkens, also dieser jungen Radikalen der Zweiten Internationale, beziehungsweise sogar unter direkter Mitwirkung dieser Generation von Marx-Schülern entstanden. Ihre qualitativ hochwertigen Debatten der Zeit lassen sich nur vor dem Hintergrund einer real existierenden Politik des Klassenkampfes mit einer kommunistischen Massenpartei als Träger historischen Bewusstseins verstehen. Im Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie schreibt Marx, die Menschheit stellt sich immer nur Aufgaben, die sie lösen kann.
Denn genauer betrachtet wird sich stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind. 1923 fügt Karl Korsch in Marxismus und Philosophie diesem Zitat hinzu: Und hieran ändert sich auch dadurch nichts, dass die für die nunmehrigen Verhältnisse transzendente Aufgabe in einer früheren Epoche theoretisch schon einmal formuliert gewesen ist. Die frühere Epoche, die er meint, ist das 19. Jahrhundert, 1848. Eine Auffassung, das ist wieder Korsch, welche der Theorie eine selbstständige Existenz außerhalb der realen Bewegung zusprechen wollte, wäre selbstverständlich weder materialistisch noch auch nur hegelisch dialektisch. Sie wäre einfach idealistische Metaphysik. Also in Abwesenheit einer tatsächlich proletarischen Praxis und einer selbstbewussten Partei des Proletariats erscheinen die Debatten von damals, von 1923 und der Zeit davor, unzugänglich und entziehen sich unserem historischen Urteil gewissermaßen. Theorie kann Praxis weder substituieren noch ersetzen, noch einfach eine Praxis aus dem Boden stampfen. Die Fähigkeit, aus den Fehlern und Fortschritten der Taktik der KPD und Dritten Internationale zu lernen, ist gewissermaßen beschädigt und verdammt uns unmittelbar zur Ohnmacht. Wir müssten, mit Luxemburg gesprochen, erst wieder zu lernen verstehen, indem wir uns der bisherigen Abwesenheit einer Linken bewusst werden. Erst wenn wir dieses Eingeständnis eben vollbringen, können wir wieder lernen, aus der Geschichte zu lernen. Wir betrachten die Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, also wir, die wir diesen Vortrag halten, betrachten diese Geschichte als Warnung, die Debatten der Vergangenheit unbewusst zu wiederholen und in einem ewigen Zirkel die gescheiterte Geschichte der Linken noch einmal durchzumachen, ohne sich der spezifischen Bedingungen von damals wie von heute bewusst zu sein. Denn zwischen 1923 und heute liegen 100 Jahre Regression des politischen Horizonts. Ihr könnt gerne Fragen stellen oder Anmerkungen machen. Ja, wir machen jetzt eben die Fragerunde. Sind für alles offen. Okay. Kannst du direkt nochmal die letzte These ausführen? Noch 100 Jahre Regression? Das hat damit zu tun, dass diese. Also, es hat eben damit zu tun, dass wir seit 1923, deswegen konstatieren wir sozusagen dieses historische Scheitern der Linken zu diesem Zeitpunkt, weil zu diesem Zeitpunkt eine Höhe des Verhältnisses zwischen Theorie und Praxis, eine Höhe auch dies, also von Theorie und Praxis dieses Kampfes um Freiheit erreicht war, die danach nie wieder erreicht war. Und das ist sozusagen die Regression, der Abfall, wodurch wir auch Möglichkeiten, die sich damals eröffnet haben, die für alle Akteure, die wir hier auf dieser Tafel sehen, gewissermaßen selbstverständlich waren, gar nicht mehr als solche Möglichkeiten wirklich wahrnehmen. Also beispielsweise, dass sich wahrscheinlich niemand von den Akteuren 1923 gedacht hätte, dass so eine Situation wie den Deutschen Oktober, dass es die in Deutschland nie wieder geben würde, also dass man so nah an die Revolution in Deutschland rankommt, das hätte wahrscheinlich niemand gedacht. Weil es eine Selbstverständlichkeit ist, dass der Klassenkampf existent ist. Also dass es eine Bewegung gibt und eine Partei. Dass das irgendwann so unsichtbar wird wie bei uns heutzutage, wäre nicht in dem Möglichkeitshorizont gewesen, beziehungsweise hätten die gesagt, was soll das? Was sollen wir dann noch tun? Vielleicht dazu und generell zu dem, was du jetzt mit Benjamin ausgeführt hast, der konformistische Blick auf Geschichte oder sozusagen die Idee ist ja so ein bisschen bei Benjamin, okay, das Problem einer konformistischen Geschichtsschreibung oder einer Geschichtsschreibung wie eben von Dietzken, die einfach alles in so ein Fortschritts- oder Siegesnarrativ einordnet, ist, dass dadurch eben nicht mehr aus Niederlagen gelernt werden kann.
Und ich fand es ganz spannend, ich war vor 2 Wochen oder vor 1 Woche in Hamburg, im Hamburger Stadtmuseum, und habe mir da die 1923 Ausstellung angeguckt. Das war nur ein Raum. Es war auch ziemlich scheiße, aber es gab am Ende so ein Gästebuch und so, man konnte so Postkarten schreiben, wie man die Ausstellung fand. Und da waren so ganz viele so Jungkommunistinnen, die so geschrieben haben, ja, jetzt 23, weil wir die AfD halt verändern müssen oder weil wir Klimawandel verändern müssen oder XYZ und der Kampf geht weiter sozusagen. Also das, würde ich sagen, ist gemeint mit niedergehendem politischen Bewusstsein, dass 1923 die Idee war, wir werden fucking auf der ganzen Welt die politische Macht übernehmen und dann die Gesellschaft aus den Angeln heben. Und wie heutzutage auf diese Sachen geguckt werden muss sozusagen, ist die einzuordnen in den politischen Horizont von heute. Der ist, was weiß ich, so AfD verhindern oder irgendwelche Policies durchdrücken, um den Klimawandel irgendwie abzuschwächen oder wie auch immer. Und vielleicht könntet ihr nochmal drauf eingehen, was ein Jahr später passiert, nämlich dass Stalin dann sagt, also dass sozusagen Trotzki unterliegt in dem Machtkampf, dadurch auch, dass 1923 nicht so zur Deutschen Revolution geführt hat. Und Stalin, der sich 1924 hinstellt und sagt, okay, und das zeigt uns, wir brauchen Sozialismus in einem Land sozusagen. Weltrevolution hat nicht funktioniert. Und das bedeutet, wir müssen jetzt versuchen, irgendwie Sozialismus hier aufzubauen. Was wiederum dazu führt, dass aus sozusagen stalinistischer Geschichtsschreibung darauf geguckt wird als, okay, Thälmann hat diesen heldenhaften Aufstand versucht, aber eigentlich ging es eh darum, sozusagen irgendwie erstmal, also eigentlich ging es eher darum, den Sozialismus in Russland aufzubauen, sozusagen, und nicht um die Weltrevolution. Weil das schreibt ja trotzdem und auch in Rattenrevolution und im Rückblick auf die Kommentare, dass die Geschehnisse oder die eben nicht geklappte Revolution in Deutschland Auswirkungen eben vor allen Dingen auf die Machtverhältnisse sozusagen in der bolschewistischen Partei oder in der kommunistischen Partei. Also es war eine Anmerkung und eine Frage. Die Frage wäre jetzt sozusagen, wie die Kommentare auf 23 reagiert. Ob wir darauf nochmal eingehen können. Ja, also Kommentaren-Chef ist ja damals Sinofjew, damals noch im Verbund mit Stalin. Und man kann natürlich sagen, also Sinofjew war noch in den Jahren danach sehr darauf bedacht, versuchen irgendwie revolutionäre Aufstände anzuzetteln. Also ich glaube, als nächstes war Estland oder so. Und so ein kleines Baltikum-Land haben sie sich als nächstes rausgesucht. Und also man kann, es ist wieder eine Frage, wie wir diese Geschichte begutachten. Also man kann sagen, okay, wie Stalin auf den Deutschen Oktober geblickt hat, der war schon vorhinein der Meinung, das würde nicht funktionieren. Also er war schon vor dem Oktober in diesen Debatten der Meinung, da sind jetzt nicht die richtigen Voraussetzungen da. Und dann gibt es Historiker, die empirisch dann nachweisen wollen, okay, wie war das Kräfteverhältnis damals, wie viele Leute standen unter Waffen, wie viele Waffen hatten die Kommunisten. Und Trotzki schreibt dazu, jetzt im Nachhinein zu untersuchen, inwieweit die Eroberung der Macht bei einer richtigen Politik gesichert gewesen wäre, ist etwas für einen Pedanten und nicht für einen Revolutionär. Also es ist eine schwierige Situation. Also, es geht nicht darum zu sagen, okay, wenn jetzt die richtigen Leute schon im Mai 1923 die richtigen Entscheidungen getroffen wären, dann hätte das die Revolution, dann wäre das so der Magic-Wendepunkt gewesen und dann hätten wir jetzt die Weltrevolution. Sondern auch, also wie Rosa Luxemburg sagt, okay, wir lernen aus den Niederlagen, deren keine wir missen dürfen, so. Selbst wenn die deutsche Revolution, wenn dieser Revolutionsversuch, wenn er durchgeführt worden wäre und er gescheitert wäre, dann hätte man vielleicht mehr lernen können als jetzt, wo heutzutage, das ist so das Komische am 1923, weil eigentlich niemand kann sich positiv darauf beziehen. So, Brandtler hat versagt, Trotzki war damals mit Brandtler befreundet, also Trotzkisten können auch nicht so wirklich sagen, okay, Trotzki hat eine Kritik daran, aber er hätte ja auch was anders machen können. Stalin, na gut, der war damals noch nicht so an der Macht und dann, okay, Thälmann, also Thälmanns Geschichte wird im Stalinismus so hochgelobt,
Aber Thälmann war damals eigentlich noch Teil der linken Opposition und Ruth Fischer und die ist konterrevolutionär, darum kann man das auch nicht so betonen. Also eigentlich kann sich niemand wirklich positiv auf diese Geschichte beziehen. Und wahrscheinlich hätte man, wenn man die Revolution wenigstens durchgeführt hätte und auch wenn sie gescheitert wäre, daraus mehr lernen können, als wenn man es einfach so abbrechen lassen kann. Und man kann sagen, okay, Sinoviev's Kommentaren macht nur Niederlagen, so in den 20er Jahren. Und das ist auch dann natürlich für Stalin, also er kann sagen, okay, empirisch, guckt mal, die Kommentaren versucht doch die ganze Zeit Revolutionen zu machen, irgendwie, aber es klappt nicht. Dann kann er natürlich sagen, ich hatte ja recht, es gibt nur Sozialismus in einem Land, in der Sowjetunion. Ja. Ich habe eine Frage an Arthur, und zwar, du hast ja gesagt, 1919 war sozusagen der erste Erfolg der Komintern, dass sie eben es geschafft hat, ja, die KPD und die USPD sozusagen ja, zu vereinen oder zu versöhnen auf eine Art. Und das, deine Ausführungen klangen so ein bisschen an, als wäre da schon eigentlich das Ziel gewesen, die reformistische Führung der USPD bloßzustellen oder eben deren Reformismus aufzuzeigen, damit es einen Linksrutsch gibt Richtung KPD. Und ich frage mich dann, es gibt zwischen 1919 und 1921, wo dann die Einheitsfront-Taktik, also die Koalition mit der SPD in so einer Minderheitenregierung, ob es da eigentlich einen Zusammenhang gibt. Also schöpft man diese Taktik jetzt aus den Erfahrungen von 1919 oder woher kommen die eigentlich da drauf? Oder wie sind die da drauf gekommen? Also, wenn man die meisten Linken fragen würde, die würden wahrscheinlich sagen, das war schon 1919 eigentlich auf eine Art Einheitsfront-Taktik. Also sehr unspezifisch, okay, alles ist irgendwie Einheitsfront-Taktik. Wenn man wirklich spitzfindig ist, das habe ich versucht rauszuarbeiten, ist schon der Punkt, okay, die Einheitsfront-Taktik, wie sie auf dem dritten Kongress beschlossen wurde, wurde gesagt, okay, Massenparteien, die können das machen. Also in dem Falle die deutsche und die französische Partei kann das machen. Kleine kommunistische Parteien wie in Großbritannien, in den USA können das nicht machen, weil es tatsächlich darum geht, in den praktischen Kämpfen die Führung zu übernehmen und das dadurch zu zeigen. Und was vorher passiert ist, also im Kapp-Putsch und in der Ruhrarmee, die KPD konnte überhaupt nicht die Führung übernehmen. Die waren völlig marginal. Die USPD-Leute haben das übernommen. Und der Punkt, wie sie zur Vereinigung gekommen ist, war halt tatsächlich eher ein Kampf um Ideen, Agitation und Propaganda. Natürlich kann man das nicht so klar trennen zur Theorie und Praxis. Aber das ist so ein spezifischer Punkt, der meistens ignoriert wird, so, dass es was Verschiedenes ist zwischen, okay, wir agitieren jetzt mit Ideen, wir sind die Kommunisten, wir haben die Kommentaren, wir haben die Theorie, wir haben die Sowjetunion und wir machen das praktisch im Kampf. Und ich glaube, also auch daran sieht man wieder, wie die Geschichte, also heutzutage wird auch sehr vieles Einheitsfront genannt. Und natürlich ist die Einheitsfront-Taktik des dritten Kongresses völlig überschattet von, auch vom Antifaschismus. So was das Einheitsfront dann ab den 1930ern was anderes heißt. Weil da geht es darum, nicht mehr so unmittelbar um die Weltrevolution, sondern halt um was anderes. Und dann wird die Einheitsfront eigentlich nur das Gegenstück der Trotzkisten zur Volksfront. So. Und also schon vom 20ern in 30ern ist ein Regress festzustellen und heute, was sich heute Einheitsfront nennt, ist nochmal was anderes, würde ich sagen. Du hast eine andere Frage, ne? Ja, die ist noch nicht so recht sortiert, aber bei mir kommt so ein bisschen die Frage auf, dass sie quasi als Revolution denken würde, weil ich teile, glaube ich, irgendwie diese Ansicht, dass wahrscheinlich in diesen Jahren zum Beispiel eine proletarische Revolution der Arbeiterklasse am nächsten dran war. Und da habe ich ja dann auch so eine Art von linker Sehnsucht. Gleichzeitig frage ich mich zum Beispiel, wie die sich vollzogen hätte. Also zum Beispiel, ob sie eine feministische Revolution gewesen wäre. Oder wessen Herrschaftsinteressen sich da eigentlich durchgesetzt hätten. Das ist dann eine Spekulation, aber vielleicht bin ich auch, ich war auch im Vortrag mega spannend, aber bin jetzt zum Beispiel über dieses 100 Jahre Regressionen so gestolpert, weil ich zum Beispiel dachte, was ist denn mit den theoretischen Einsprüchen auch zum Beispiel der zweiten Frauenbewegung? Die haben da ja doch nochmal auch sehr viel theoretisch hinzugesetzt, was in den 20er Jahren noch nicht existierte. Ja, so Regression jetzt im Sinne darauf, wie sich auf diese Geschichte bezogen wird. Und dazu könnte man auch zählen, dass es quasi
dass es entweder verworfen wird, als eben tatsächlich, okay, wir gucken uns die Geschichte nur darauf an, daraufhin an, welche Herrschaftsansprüche denn bestehen. Weil das würde ich jetzt so, kann man jetzt im Nachhinein, kommt diese Sichtweise oft auf, weil wir die ganze Geschichte dieses, beispielsweise der russischen Revolution 1917, die auch so ein bisschen Auslöser ist für all diese Ereignisse hier, die so als Höhepunkt revolutionären Potenzials zu begreifen, heißt natürlich auch, damit immer zu sagen, okay, was dann letztlich aus der Sowjetunion geworden ist. Wo man schon legitimerweise sagen kann, da gibt es gewisse Herrschaftsansprüche, die sich durchgesetzt haben, da gibt es bestimmte Machtansprüche, bestimmte Gruppen, sage ich mal, die beispielsweise die Bürokratie in Russland, die sich so über dieses Land, das irgendwie in Arbeiterhand besteht, stülpt. Da kann man sagen, rückblickend ist es eine Geschichte von Gruppen, die die Herrschaft an sich reißen. Aus der Geschichte, also aus dem Bewusstsein der Akteure wie beispielsweise Rosa Luxemburg oder Lenin heraus, ist also aus dem Bewusstsein der Zweiten Internationale, geht es genau darum nicht, diese sozusagen irgendwie in partikulare Gruppen einzuteilen, die sich dann statt einer anderen an die Macht bringen. Weil es darum geht, genau das abzuschaffen, dass wir immer in partikularen Gruppen, die die Gesellschaft leiten, denken. Und dafür haben sie schon die Annahme, naja, das ist die revolutionäre Diktatur des Proletariats von Marx her. Also all die Leute hier sind halt irgendwie in der Tradition von Marx, der annimmt, es braucht diese Diktatur des Proletariats aus den Verhältnissen heraus, die er politisch um sich sieht. Also dass es so Bewegungen wie die sozialistische Bewegung und so weiter gibt, die sich alle darauf beziehen, dass sie beispielsweise die Arbeit befreien wollen von dem Joch des Kapitals und so. Das sieht Marx, kritisiert es und sagt sozusagen, was daraus notwendig erwächst, ist, wenn wir diese Geschichte zu einer Geschichte von Freiheit machen wollen, dass wir diese Übergangsphase der Diktatur des Proletariats und die Abschaffung des Kapitalismus dadurch zustande bringen, die Überwindung und Aufhebung des Kapitalismus in höheren Zustand. Und darüber waren die sich sehr klar. Man kann natürlich, wenn man jetzt von feministischer Perspektive beispielsweise raufguckt und die Frauenbewegung des 20. Jahrhunderts sich ansieht, kann man sagen, eigentlich war da der Höhepunkt im Bewusstsein von der Aufgabe, die zu tun ist. Das wäre der Fall, wenn tatsächlich eine feministische Revolution oder wie man es auch immer, Bewegung, uns irgendwie in Freiheit führen würde, in einem universellen Sinne, dann könnte man wahrscheinlich auch mit dem Blick auf Geschichte von Walter Benjamin oder so sagen, okay, wir hätten es nicht erwartet, also Benjamin hätte es wahrscheinlich in dem Sinne nicht erwartet, aber das ist dann wohl die Bewegung der Geschichte gewesen, die uns in Freiheit führt. Aber wir wissen es ja nicht. Das ist jetzt natürlich auch eine These, dass das der höchste Ausdruck von Freiheit ist. Oder von dem Bewusstsein von zu verwirklichen der Freiheit. Aber ich würde auch widersprechen zu sagen, die zweite Frauenbewegung oder auch dann die dritte Frauenbewegung sozusagen hätte irgendwas Wesentliches sozusagen hinzugefügt. Also wenn man sich vor allem die Sowjetunion anguckt, wo irgendwie alle homosexuellen Paragraphen abgeschafft wurden, wo Abtreibung legalisiert wurde, wo über Transsexualität offen gesprochen wurde und sozusagen überlegt wurde, wie kann man irgendwie das Geschlecht von Menschen ändern. Also ich glaube, die Vorstellung, die wir haben, auch wieder aus unserem Geschichtsblick, ist sozusagen, das ist eine proletarische Revolution. Im Sinne von, das ist eine Revolution, um das irgendwie Los der Arbeiterklasse zu verbessern oder wie auch immer, oder für Arbeiterinnen irgendwie mehr rauszuschlagen. Aber das Selbstbewusstsein noch in der zweiten und dann Anfang der dritten Internationale war schon, okay, wir machen das jetzt, um die gesamte Menschheit sozusagen auf ein höheres gesellschaftliches Niveau von Freiheit zu bringen. Und das heißt, alle Menschen mit all ihren Issues sozusagen. Und
ich würde sagen, erst der Stalinismus und vor allen Dingen dann durch die also Einheitsfront, Volksfront-Taktik in den 30ern splittet es auf und sagt, okay, wir haben hier die bürgerliche, den bürgerlichen Feminismus und die bürgerliche Schwarzenbewegung zum Beispiel in den USA. Und daneben haben wir die Arbeiterinnen und die sind so unser Stakeholder. Und wir machen Politik für Arbeiter, weil wir sind Sozialisten. Und also auf diese Art hätte, glaube ich, in der Zeit niemand auf diese Sachen geschaut. Und ich meine, klar, seitdem die Gründen, die Frauen international, also die Idee ist, wir wollen weltweit sozusagen irgendwie sozialistische, feministische Revolution anfangen. Aber diese Geschichte ist also komplett verschüttet, würde ich sagen. Ja, vielleicht ganz kurzer Einschub dazu, also wir hatten auch einen Vortrag dazu organisiert, Julia hat den unter anderem gehalten, zu Marxismus und Feminismus, und da geht nämlich ziemlich viel auf genau diese Frage ein, wie haben sich die Sozialisten mit dem Thema Befreiung der Frau, Befreiung der Geschlechter, Befreiung der Sexualität, wie haben die das gesehen und was haben die damit gefordert und auch politisch durchgesetzt und in welchem Verhältnis steht das eigentlich zur zweiten und dritten Frauenbewegung? Also der ist zwar schon vorbei, aber wir haben eine Aufnahme und die gibt es auf YouTube. Also ich kann da später auch noch auf die zukommen und den Link geben, damit das hier gut gemacht wird. Ja, also was wäre, ich meine, was wäre die Erklärung, wenn ihr Schaubild so anschaut und sieht, wie so die ganzen Zersplitterungen irgendwie zustande kommen und irgendwie die verschiedenen Lager sich irgendwie aufspalten, unterschiedliche Parteien, während die SPD es in 40 Jahren geschafft hat, die größten Kontrahenten innerhalb einer Partei zu lassen. Abgesehen davon, also was wäre so irgendwie eine Erklärung, das vielleicht irgendwie zu fassen oder so? Ich meine, war das ein revolutionärer Moment war, der unter dem Vorstand, also das würde mir jetzt so in den Sinn kommen, aber... Ja, das war die Annahme eigentlich, also dass der revolutionäre Moment sozusagen die Spaltung möglich macht und vermutlich auch notwendig. Also so ist es geschehen damals. Und ich meine, also wenn man sich so, es gab vier Arbeiterparteien zwischendurch und man kann sagen, auf eine Art hat die Geschichte entschieden, dass die KAPD zum Beispiel, dass es kein Konzept ist, dass so anarcho-syndikalistische Gewerkschaften relativ schnell in sich zusammengehen oder so eine zentristische Position zwischen SPD und KPD. Also so würden orthodoxe Marxisten sagen, okay, eigentlich hat sich das geschichtlich bewiesen, genau wie Marx schon sagen würde, okay, eigentlich hat sich geschichtlich bewiesen, Anarchismus ist gescheitert. Und jetzt sind wir aber in einer Situation, in der dann doch auch die KPD scheitert. Und dann ist halt die schwierige Frage, okay, ist das eine andere Art von Scheitern? Also warum beziehen wir uns darauf? Ist es weniger notwendig? Das ist vielleicht so. Aber ja, die Aktualität der Revolution führt zur Spaltung der Arbeiterbewegung. Das ist so die weit verbreitete Ansicht. Deswegen beziehen wir uns ja auch auf die Geschichte der Linken und nicht auf die Geschichte der Kommunisten, der Internationale oder so. So in einem weiteren Spektrum, meine ich jetzt, wo es im Platypus eben darum geht, was ist die Linke? Um eben das auch nicht so unter den Bus zu werfen. Ich wollte nochmal auf den konformistischen Blick auf Geschichte eingehen, den du angesprochen hast über Benjamin und den Max ja auch nochmal angesprochen hatte und dann so ein bisschen so einen Bogen schlagen zu dir, Arthur, weil du ja auch die Lehren des Oktobers kurz genannt hattest. Also wenn man sich das so wie du das beschrieben hast, Arthur, wenn man sich diese Geschichte so anschaut, dann drückt sich zumindest mir der Eindruck auf, dass das eigentlich gar nicht möglich war. Dass man kriegt immer so den Eindruck, dass eigentlich schon bevor du zum Ende gekommen bist und von allem, was du da sozusagen so zusammensammelst, kriegt man das Gefühl, das kann eigentlich nur scheitern. Und du hast zwar auch gesagt, es geht auch darum, aus den Niederlagen zu lernen, aber mir scheint es doch ein wichtiger Punkt zu sein, dass es von heute einfach so, dass durch das Gewicht der 100 Jahre, die dazwischen passiert sind, heute einfach so offensichtlich scheint, dass es nur hätte scheitern können. Und
da jetzt die Brücke auch zu den Lehren des Oktobers. Und das fand ich immer sehr eindrücklich, wie Trotzki da darauf eingegangen ist, wie die Periode zwischen der Februarrevolution und der Oktoberrevolution war und wie unwahrscheinlich die Oktoberrevolution für die Bolschewiki und auch andere Akteure in der Gesellschaft noch kurz vor der Oktoberrevolution eigentlich gewesen ist. Also dass er beschreibt, dass eigentlich Kontingenzen, wo welche Schutzmänner in Petersburg und Moskau gerade waren, welche Missverständnisse in der Kommunikation es in der Nationalversammlung gab, es waren irgendwie Kleinigkeiten, die über die Möglichkeit entschieden haben. Und er schreibt ja auch an einer Stelle, wenn wir oder Lenin nicht die Situation genutzt hätte, dann wäre dieser kleine Aufstand einfach in die Geschichte eingegangen und vergessen worden als kleiner Aufstand. Vielleicht so ein bisschen ähnlich wie 1923. Und ich finde es so eindrücklich, dass er nochmal darauf zurückgeht und sagt, von hinten aus gesehen können wir nicht sagen, dass, obwohl die russische Revolution geglückt ist, dass man von vorher schon in irgendeiner Art und Weise ahnen kann. Also Geschichte, wenn sie noch nicht ihr Potenzial sozusagen rausgelöst ist, sieht immer so aus, als müsse sozusagen die Möglichkeit scheitern. Und auch große Teile der Bolschewiki waren nicht überzeugt davon, dass die Revolution möglich ist. Und was ich dich nochmal fragen wollte, Arthur, ob du noch weißt und vielleicht mal ausfüllen kannst, in welcher Art und Weise Trotzki die deutsche und die russische Revolution in Beziehung setzt in dem Text. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, was er da über die deutsche Revolution sagt vor diesem Hintergrund. Ja, basically das, was du gerade schon ausgeführt hast. Okay. Also, dass sich halt die Frage stellt, soll man um die Macht kämpfen oder nicht? Und er sagt, okay, Kamenev und Zinoviev haben gesagt, nein, und sie haben sogar, also vielleicht auch ähnlich wie Paul Levy 1921, öffentlich gegen diese Partei, also sie haben den Revolutionsplan für die Oktoberrevolution verraten. Und er meint halt, okay, Brandler ist halt auch so eine Figur im Endeffekt. Also er hat sich nicht entschieden, für die Revolution zu kämpfen. Und ich meine, genau, das ist so sein Problem, was er sagt, okay, es gibt so eine Verknöcherung, so der, gerade haben sie die Einheitsfront-Taktik entschieden und es funktioniert, die Partei wird immer größer. An welchem Punkt entscheidet man, okay, jetzt müssen wir umschalten, jetzt müssen wir den Aufstand vorbereiten. So, und das ist halt eine Frage von ja, politischem Bewusstsein, so dass man auch nicht einfach so bekommt, sondern das ist so sein Point, so, man hätte es auch im Vergleich zu Russland, okay, es ist ähnlich, die Frage stellt sich, man muss sie richtig beantworten. Und das ist natürlich keine einfache Lehre, so eine Checkliste oder so. Und offensichtlich ist Trotzki auch dran gescheitert. Also er hätte ja auch schon Anfang des Jahres feststellen können, dass, was sich in Deutschland zusammenbaut. Und er hat es aber erst dann im August gecheckt. So. Und dann, das ist auch eine Selbstkritik, was er formuliert. Hattest du das erwähnt, dass es ja eigentlich, es geht ja auch nicht darum, wenn man von irgendwie politischer Urteilskraft redet, zu sagen, dass man, also dass der Anspruch sein sollte, dass die revolutionäre Führung immer richtig liegen muss, und sonst ist sie keine revolutionäre Führung. Das ist natürlich nicht der Punkt, das hattest du auch erwähnt, ja, ne? Ja. Sondern quasi die rückblickend in der Kritik, meinetwegen sogar des eigenen Handelns und des eigenen Scheiterns in der Situation, tatsächlich zu begreifen, vor welche Probleme stellt diese historische Situation, die jetzt daraus hervorgegangen ist. Das zu schaffen, das wäre sowas wie marxistische Kritik, was Trotzki eben getan hat während des Oktober. Aber irgendwie scheint das ja auch mit Stalin zu treffen, oder? Also, gerade dass er so flexibel war und immer den Fehler gesehen hat, dann den Kurs wechselt und so, das scheint ihn ja irgendwie. Genau, das ist der Punkt, den ich vorhin machen wollte. Die Leute haben natürlich darauf reagiert. Also, so Brandler scheitert und die KPD wählt Ruth Fischer an ihre Spitze. Und ich war, also heutzutage niemand beruft sich positiv auf Ruth Fischer, aber es kann natürlich sein, wenn Ruth Fischer 1923 in der Situation die Partei geführt hätte, sie hat gesagt, okay, Diktatur des Proletariats, wir machen Betriebsräte etc., könnte sein, dass sie 1923 mit ihrem Kurs richtig gelegen hätte. Was dann aber ist, okay,
die Kommunisten entscheiden, okay, vielleicht Ruth Fischer hatte doch recht, jetzt wählen wir sie 1924, es ist keine revolutionäre Situation mehr und sie fährt die Partei völlig an die Wand. So. Die Partei in der nicht-revolutionären Situation funktioniert dieses Rezept, was vielleicht, also niemand weiß es genau, 1923 siegreich gewesen wäre, funktioniert dann nicht mehr. Also es ist tatsächlich, und dann, also in der deutschen Partei gibt es ja dann mehrere Schwankungen, wieder nach rechts, dann wieder die ultralinke Wende, also Sozialfaschismus-These und dann wieder zum Schluss die rechte Wende zur Volksfront. So, natürlich, die Leute versuchen draus zu lernen und sie versuchen darauf zu reagieren und das sagt eben, also es ist halt nicht trivial, sondern auch eine Reaktion, die völlig, also ich finde, wenn man sich diese Geschichte betrachtet, viele Sachen klingen auch erstmal vernünftig, so Experimente der KPD, so, was sollen sie denn machen? Okay, dann versuchen wir jetzt Bauern zu agitieren, Beamte, Polizisten, vielleicht können wir doch ein paar Nationalisten durch irgendeinen Kurs einfangen, ohne dass wir selbst nationalistisch wären. Also niemand kann jetzt genau sagen, da und da war der Fehler. So, und irgendwie scheint es, also es wäre anmaßend zu sagen, wir hätten bessere politische Urteilskraft als die KPD damals und wir würden es besser wissen als Brandler. So. Und im Nachhinein ist es halt, es ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. So. Und es ist die Frage, ob die Linke halt überhaupt was daraus lernen kann heute, wenn sie nicht mal die Voraussetzung hatte, wie Brandler oder Ruth Fischer. Aber man könnte ja sagen, also dass das Problem der Regression im 20. Jahrhundert und das Problem der sterbenden Linken sozusagen im 20. Jahrhundert oder der toten Linken ist, eben dass sie die Geschichte so verstellt, um nochmal darauf zurückzukommen, die Geschichte so verstellt in eine Siegesgeschichte, dass eben für uns nicht mehr möglich ist, daraus zu lernen. Ich würde schon sagen, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Stalin und Trotzki. Im Sinne von der Stalinismus. Und ich finde, das wird vielleicht an der chinesischen Revolution ganz gut deutlich, nämlich der chinesischen Revolution von 1925, wo aus Moskau die Parole kommt, also es gibt ein chinesisches Proletariat, das irgendwie sozialistisch ist in den Städten, und es kommt zum Aufstand in den Städten und die Kommentaren sagt, okay, die sollen Sozialisten, Kommunisten noch nicht Mao Zedong, aber also die Kommunistische Partei China, sondern eben nicht da irgendwie eingreifen. Sie greifen nicht ein und die Sozialisten im Städten werden halt abgeschlachtet. Und daraus wird die Lehre gezogen, okay, wir müssen halt die Bauern agitieren, whatever. Und dann kommt es halt 1949 zur sozusagen Bauernrepublik China. Und wie der Stalinismus darauf guckt oder wie sozusagen die tote, zur Rechten gewordene Linke irgendwie dann im 20. Jahrhundert darauf guckt, ist nicht zu sagen, okay, das ist irgendwie ein Problem, dem wir uns stellen müssen und dem wir uns auseinandersetzen müssen, sondern okay, von Anfang an war eigentlich klar, in China brauchen wir halt den bäuerlichen Weg zum Sozialismus oder wie auch immer. Und das verunmöglicht den nachfolgenden Generationen sozusagen auf der Linken bis heute daraus in irgendeiner konsequenten Weise Schlüsse zu ziehen oder zu lernen. Weil eigentlich stellt sich alles dar als, okay, der fucking Kampf geht weiter. Seit 1789 sind wir irgendwie auf der richtigen Seite der Geschichte. Und wir müssen einfach mal weitermachen. Und genau das ist das Problem sozusagen. Und 1923 wird, und das, darauf wollte ich hinaus mit diesem eindrücklichen Museumsbesuch, wird da auch eingeordnet, obwohl es natürlich am allerwenigsten Sinn macht, weil es eine komplett gescheiterte Revolution ist. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Morgen gibt es nochmal ein Teach-In von uns über Rojava. Außerdem gibt es morgen noch einen Pub-Abend in der Puffy-Bar, wo ihr auch gerne alle mit uns trinken könnt und über Kommunismus reden.